Hallo Leute, hier ist der WE-Sammler 14 und heute seht ihr wieder ein Paket. Das ist nicht von Wrestling World, das ist von einem deutschen Shop. Ihr könnt es vielleicht hier schon sehen. MCHE Shop, da habe ich bestellt zwei Figuren. Und die werde ich euch jetzt mal aufpacken. Das wird schon so gehen. Aufpassen, dass ich nicht in die Figuren steche, weil ich die Mock lassen möchte. Kann man hier den Lieferschein abreißen? Wartet mal. So müsste das hier aufgehen. Aber der Lieferschein. Ja, das muss man hier zerreißen. Zurück. So geht das. So geht das hier. 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 Eine MCAE-Karte. Dann hätten wir einen MCAE-Flyer, was man alles bestellen kann. Natürlich die Rechnung, die keinen interessiert. Und das Paket schneide ich gleich noch besser auf. Wartet. Oh Mann. Eigentlich hätte ich ja die ganze Serie bestellt. Aber so teuer wie das bei denen ist, nur Wrestling World bekommt die nicht mehr, haben sie geschrieben. Ich habe denen nämlich eine Nachricht geschrieben, ob sie die noch bekommen. So, das Papier habe ich rausgetan. Und hier die erste Figur. Basic 16 Heritage WrestleMania Eddie Guerrero. Also, der Headscan, die Figur ist einfach nur Hammer. Hier in der Serie kommt noch Jack Swagger, Undertaker, Triple H, John Cena und der Ultimate Warrior. Jo. Ich wollte die komplette Serie bestellen, ja, ging aber nicht, weil der Triple H kostet da 20 €, der John Cena 20 €, der Taker 20 € und Swagger 20 €. Also das ist wirklich krass. Also da musste ich warten, bis ich die in Amerika kaufen kann, die restlichen. Also hier der Eddie und hier die Topfigur, der Ultimate Warrior. Hier der Headscan, Hose blau mit dem Debüt-Outfit von WrestleMania 4. Nein, doch 4 von WrestleMania 4. Ja, hier nochmal die anderen Figuren. Dann ist nur noch Papier drin. Das sind die zwei Figuren. Das war's dann schon wieder von mir. Hier meine restlichen Basics. Basic 13, Basic 14, Basic 15, Basic 17 und jetzt die zwei von der 16er. Das war's von mir und ich sage Tschüss, bis dann.